Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott und heute jetzt mal wieder ein bisschen nachgespannt. Mehr dazu. Ja, wir haben hier mal ein bisschen Harry Potter. Die 75966 Hogwarts, der Raum der Wünsche. Dieses Paket ist zwar offen und auch kaputt, auch hier, aber es ist dennoch neu. Ja, also ich. So sieht das Ganze von vorne aus. So von hinten. Von oben. Oh, und so. Es sollen da drin sein drei Minifiguren: Harry Potter, Hermine Granger und Luna Gra Lovegood. So. Und das ist Neues. Das zeige ich euch jetzt. Bitte schön. Ich kaufe ja gerne gebrauchte Sets, aber das ist ein gebraucht neues Set. Ja, Gott. Mit dazu haben wir eine Tapete, der Aufkleber und das Ganze ist in zwei Bauschritten aufgeteilt, so wie ich das sehe. Und das werde ich jetzt mal bauen. Bauschritt 2 geht zur Seite, das geht zur Seite. Insgesamt haben wir 59 Seiten mit, ja, 63. Sechzig, 90 Bauschritte. Anleitung, halt Lego-typisch. Ja. Gut, ich verteile die Sachen mal ein bisschen und obwohl da kann da dabei bleiben. Ist okay. Jetzt diese Tüte. Magie? Naja. So. Oh. Ah, ein paar kleine Formteile sind dabei. Haben wir schon mal einen Oberkörper. Und hier zweite Tüte, die sich so bewährt hat. Gut, dann werde ich dann mal ein paar Teile bauen und dann melde ich mich gleich zwischendurch. Oh, der Haus ist schön. Fokus. Jo, hier schön. Alles klar. Bis gleich. Ich habe mir dann überlegt, bei den paar Bauteilen kann ich das auch durchlaufen lassen. Da hätten wir die erste Figur. Das dürfte dann die Luna Lovegood sein. Wendegesicht ist dabei. Und ich baue mal. Das ist jetzt die Tafel, wo dann schon der erste Print drauf sollte. Hier wohl separat steht. Okay. Bei 26 Teilen, 26
Bauschritten bei Lego, sage ich einfach mal, sollte das nicht allzu lange dauern, denke ich mir. Wenn ich mich nicht quatsche, natürlich. Und ich genug Spucker habe. Irgendwie sind diese Seiten wohl ziemlich trocken. Also große Formteile, Transtier habe ich eigentlich zuletzt bei Friends gesehen. Gut. Nee, Friends doch. Mal sehen, aber gut. Überlegen, wenn er fertig ist, das eventuell schön beleuchten könnte. Denken Sie schon, ein Teil ist ja fast wie Zauberei. So. Ah, jetzt muss ich den. Den. Jetzt noch hier vor. Einmachen. Mal wieder neu ziehen. Zoom. Aber irgendwie. Stehen wir jetzt nicht ganz gegenüber, aber ist okay. Jetzt kommen wieder Aufkleber drauf. Wollen wir nicht? Wir drehen das Ganze um. Brauche ich zweimal. Ach so.
Ende wird verraten, dass man das Ganze nochmal bauen soll. Machen wir das doch, ne? Warum haben wir da hinten so eine Farbe? Na gut. Die Farbe brauchen wir noch bestimmt. Und schön am nächsten Tag. Das war jetzt Bauschritt 1. Ja doch, Bauschritt 1. Wir haben eine Minifigur mit Oberkörperprint vorne und hinten sowie ein Wendegesicht. Mein Fokus will gerade mal gar nicht. Schöne Haare, blonde Wimpern. Das Teil haben wir über und das hier sind Zauberstäbe. Wir haben einen blauen Glitzerhasen, eine Tafel. Und den Raum der Wünsche. Moment, in die Richtung. Tür geht auf. Tür geht auf. Kuckuck. Zip. Zip. Tür zu. Ja? Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Gut. Jetzt kommt Tüte oder Bauabschnitt Nummer 2. Zur Seite rüber. So. Jetzt sage ich mal, haben wir von 28 40 immer. So, ausgepackt habe ich es. Oh, ist das jetzt ein Glitzerratte oder ein Glitzerrobbe? Aber schön, stellen wir dazu. So, dann die Figürchen. Harry und Hermine. Ich glaube, die Beine spielen da keine Rolle, sind gleich. Interessant war, dass Harrys Haare... Ja, töte Mann.
sieht man, dass er sogar oben Fokus die Nacke am Kopf hat. Ja, Oberkörperpunkt. Auch ein bisschen böse, auch Oberkörperpunkt. Wenn man jetzt die Haare aufsetzt. Ja, wieder hinten schon verdeckt. Gut. Dann Herr Nina. Herr Nina, ja. So, das soll Hermine sein. Auch Oberkörper brennt vorne und hinten. Fokus. Jawohl. Da ihr normales. Und da das etwas komische Gesicht. Jetzt würden beide noch ihre Zauberstäbe kriegen. Kriegen sie später. Und jetzt bauen wir noch eine. Ja, fast Figur zusammen. Das ist doch eine Trainingsfigur. Zumindest einen Oberkörper habe ich hier. Okay, jetzt werde ich hier drum gebeten. Aufzupassen, dass ich die richtige Platte, richtige Plate nehme. Das haben wir. Und zwar die dunkle, nicht die helle. Also so sieht es ja aus. Nehmen wir die dunkle. Dann das ganze hochkant. Da kommt dann der Oberkörper noch drauf. Die Arme können nicht ganz angewinkelt werden wegen der Platte. Dann kommt da ein Köpfchen drauf, da drüben liegt er. Das ein etwas böses Gesicht hat. Bekommt auch einen Zauberstab und diese Maske. Sieht dann so aus. Ja, geht fast als Figur durch, würde ich sagen. Kriegt auch ein einzelnes Video. Ball soll auch einen Zauberstab bekommen. So. Mit diesem Aas tot Lego letzte öfters arbeiten, habe ich das Gefühl. Also ich finde ja die Harry Potter Filme gut. Ich habe auch mal selber so versucht ein bisschen zu schreiben. Ein paar Sets gefallen mir auch gut. Ein paar Sets gefallen mir nicht so gut. Beziehungsweise da passt gerade das Leistungsverhältnis nicht, finde ich. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer dieses Set hier in der Regel ist. Ob nicht mit Stein, aber Stein hat sich viel.
Ist aber auch nicht mein letztes Harry Potter Set. Ich habe heute. Ups, jetzt habe ich hier gespoilert. Hat er nur einer geputzt. Hier käme auch wieder ein Aufkleber rein. So, oh, eine Zeit lang musst du mir diese noch selber zusammenbauen. Die ist zwar interessant, also sind ja beweglich, dass man die jetzt hier dran bauen muss, aber eigentlich hier ist nichts zu bewegen. Also. Weil da sind ja diese A-Teile, wofür die dann gut sind, wahrscheinlich nur reine Optik. Hier kommen wir dann auch clever drauf. Von vorne sieht man ja den alten Kamin. Von hinten sieht es so aus. Hier kämen jetzt auch wieder Aufkleber drauf. Werden wahrscheinlich hier Zauberregeln oder dergleichen drauf. Nehme ich mal an.
Schön, dass er da reinkommt, aber. Da liegen. Davon braucht ich zwei. Also schöne, viele von den Gelenken sind dabei. Auch wenn sie ohne Funktion sind. Also Zauberstäbe ist klar, ne? Die leg ich jetzt mal daneben hin. So, da sind noch ein paar Zauberstäbe. Ich habe also sechs Zauberstäbe in drei Farben. Komm hier rein. Ach so. Das hier sind Zaubersprüche, die man halt abschießen kann. Ja, kenne ich von Spider-Man irgendwo. Da rein und dann soll man hier drücken. Dann fliegt das Ganze. Schön. Also die beiden sind dahin. Dann habe ich zweimal zwei Pins, einmal ein Pin, ein einmal eins, eine einmal eins Fliese, einen gelben Stopper, einen einmal eins Rundtransklier Orange mit Loch und eine Flamme. Die sind wohl über. Dann habe ich hier quasi den Raum der Wünsche. Ja. Und hier befinden sich diese Hausregeln aus dem Film. Und wenn ich jetzt hier innen drin die Funktion drücke, dann schieße ich die Hausregeln runter. Das mache ich quasi hier, indem ich hier beim Kamin drauf drücke. Dann fallen sie auf der anderen Seite ab. Ja? So. Das war's soweit. Mehr dazu kriegt ihr als Review. Versuche es noch ein bisschen schöner zu machen, aber die Aufkleber kommen nicht drauf. Ja, das war's. Dann wünsche ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund.
Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.